Ich sehe gerade im A2 und B63 und auf der C3 und auf der YXXXY. Moment mal, warst du nicht gerade schon bei mir? Liebes Nilfer, du warst doch gerade bei mir. Was machst du schon wieder hier? Hey Leute, was geht? Claudio hier. Freunde, heute haben wir wieder einen Claudio testet. Und zwar testet heute Claudio das Spiel, oder die App heißt er gesagt, Kinderarzt-Zahnarzt. Freunde, das Ganze teste ich heute. Und Freunde, ich muss sagen, wer möchte nicht bei Dr. Claudio in die Behandlung kommen? Wer möchte das nicht, Freunde? Seid ehrlich. So, ich sehe gerade, okay, ich muss mich auch dementsprechend benehmen, okay. Ich sehe gerade im A2 und B63 und auf der C3 und auf der YXXY93 sieht es nicht so gut aus, junger Mann. Oder eher gesagt, ja, junger Mann, Sie sollten besser Ihre Zähne pflegen. So, dann nehmen wir die Zahnbürste erstmal mit gereinigt. Uiuiui, das muss aber gereinigt werden, so. Das Ganze wird erstmal gereinigt. Oh, hier, super, blitzeblank. So, das reinigen wir jetzt hier auch. So, die B93 und die B25 sind jetzt sauber. So, gereinigt. So, jetzt fangen wir hier an. Hier sehe ich gerade auf der A63, dass da... Ich glaube, das kann man das bauen. Ich weiß gar nicht. Nee, ich hätte das Falsche. So. So, schaut doch mal. Das sieht doch schon gut aus. Einfach bisschen... Ach, okay. Einfach wegwischen, Freunde. Dann ist es weg. So, das hier ist dann, glaube ich, dafür gedacht, oder? So, Freunde, schaut mal, wie gut Claudio ist. So. Einfach reinigen, Freunde. Ich bin einfach der beste Zahnarzt. Schau mal. Ist das ein Hippo oder ein Nilpferd? Ich weiß es gar nicht. Oder sagen wir Nilpferd. Ich weiß es jetzt aber nicht. Und deine Zähne sind wieder blitzeblank. So, wir machen noch ein Röntgen, aber... Oh, okay, ich sehe gerade, du hast da Zahnschmerzen. Schau mal, Freunde. Gut, dass wir noch mal Röntgen, denn dort hat anscheinend Zahnweh. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, was wir machen. So, erstmal kommt die Narkose, würde ich sagen. So, Narkose sitzt. Dann... Okay, Freunde, anscheinend hat er nur... sieht aber eklig aus, muss ich ehrlich gestehen. Erstmal machen wir das weg. Das ist ein Blut, erstmal machen wir das Blut weg. So. Und jetzt reinigen wir es mal wieder. Ja, Freunde, schon geht es unserem Nilpferd besser. Ja, vielen Dank. Kein Problem, bei Dr. Claudio wird sich jeder wohlfühlen. So, jetzt aber gründlich die Zähne putzen und immer schön aufpassen. Immer schön mindestens 3 Minuten die Zähne. Wer ist denn der Nächste? Oh, Krokodil. Auch dem Krokodil geht's nicht gut. Komm, liebes Krokodil, komm du rein. Du hast ja ganz, ganz ziemliche Schmerzen. Eieiei, ich sehe schon. Du hast ein Tuch um deinen Kopf gewickelt. Bei dir sieht es anscheinend ganz, ganz schlimm aus. So, jetzt bin ich gespannt. So, liebes Krokodil, was hast du denn? Ach, du bist einfach so im Meer geschwommen und auf einmal hast du Zahnschmerzen. So, erstmal werden deine Zähne gereinigt, mein Lieber. So, erstmal werden deine Zähne gereinigt, mein Lieber. Liebes Krokodilchen, deine Zähne werden gereinigt. Und ich sehe auch gerade, sie haben da noch so eine Fischgräte. Das ist eigentlich nicht so toll. So. So, die Fischgräte werden jetzt... So, die andere wird auch noch mitgenommen. So, da sind die Fischgräten erstmal weg. Aber dann ist da noch ein Knochen. Liebes Krokodil, bitte aufpassen. So. Oh, okay, das machen wir mal auch. Na los. Super, Freunde, schaut mal. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, jetzt füllen wir tatsächlich. Jetzt müssen wir die Szene noch füllen. Okay, erstmal wird sauber gemacht, tatsächlich. So, okay. Jetzt wird erstmal gebohrt. Es tut mir leid, mein Lieber. Hier wird auch gebohrt. Hier wird auch gebohrt. Es tut mir leid, ich weiß, es tut weh. So, jetzt kommen wir zum Füllen, tatsächlich. Super. Und jetzt machen wir es nur noch sauber. Beziehungsweise jetzt machen wir es zu. Jetzt verschleißen wir das Ganze doch mal. Ich weiß ja nicht, ob das auch so ein Zahnarzt macht, aber ich eigentlich nicht. Aber gut, okay, dann ist es halt so. Ja, liebes Krokodil, wie geht's dir jetzt? Einfach besser aufpassen beim Schwimmen und nicht das Maul so weit aufreißen. Dann kommen auch keine Fische und keine anderen Sachen in ihr Mund. Ja, liebes Krokodil, jetzt fühlen Sie sich besser, oder? Bitte 3 Sterne Dr. Claudio geben und ab geht's, ab nach Hause. So, der Löwe wartet schon. Wir bleiben auch in der Reihenfolge. Ja, ich sehe gerade, du hast ein ziemliches Auerchen, liebes Nilpferd. Moment mal, warst du nicht gerade schon bei mir? Liebes Nilpferd, du warst doch gerade bei mir. Was machst du schon wieder hier? Hey, du musst besser auf dich achten. Du kannst doch nicht ständig zu mir kommen. Was soll das? So, jetzt mal was zum Löwen. Übrigens, Freunde, Löwe ist mein Lieblingstier. Also, Papagei, aber nee. Löwe ist tatsächlich mein Lieblingstier. Und dann kommt der Papagei. Oder, beziehungsweise beide sind gleich. So, erstmal kommen die ganzen Knochen raus. So, raus. So, was soll denn das, lieber Löwe? Was hast du denn da alles angefressen?
Zähne werden erstmal sauber gemacht. So, blitzeblank sehen deine Zähne aus. Oh, ich sehe aber, bei dir ist einiges zu machen, lieber Löwe. Bei dir ist einiges zu machen. So, erstmal kommt jetzt auf... Oh, du brauchst auf jeden Fall mehrere... Du brauchst mehrere Narkoseinstiche. Narkosestiche, meine ich. Oh, weia, Freunde. Bei dem lieben Löwen wird's nicht so einfach heute. So, den Zahn müssen wir leider ziehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, lieber Löwe. Den Zahn müssen wir ziehen. Den leider auch. Es tut mir leid. Es tut mir leid, lieber Löwe. Aber du spürst nicht. Du spürst nicht. Ich meine, du bist... An den Stellen habe ich dich betäubt. Aber ich sehe auch gerade, die anderen Zähne müssen leider auch, glaube ich, raus. Das Gute ist, die wachsen ja nach, lieber Löwe. Ach, weißt du was? Komm, wir setzen die direkt ein. So, schau mal, da ist der andere. Da ist... Oh, da ist der. Da ist der. Hey. Und da ist der. Schau mal, lieber Löwe, ich habe den neu eingesetzt. Jetzt müssen... Ja, die müssen leider auch raus, lieber Löwe. Es tut mir leid. Okay, erstmal kommt ein bisschen... Was ist das? Ist das Kleber? Nee. So, jetzt wird erstmal der Zahn abgeschliffen. So, da muss einfach nur... Ach so, das ist kein Kleber. Das ist einfach nur sowas zum Polieren. Hm. So, schau mal, es sind doch deine Zähne wieder blitzeblank. Bei Dr. Claudio fühlen sich alle Kinder und alle Tiere wohl. So, jetzt kommen wir aber zum Nilpferd. Das interessiert mich jetzt gerade wirklich. Was hat das Nilpferd wieder gemacht, dass ich mich wieder um seine Zähne kümmern muss? Oh. Das Nilpferd und das Krokodil sind wieder da. Was habt ihr denn beide gemacht? So, Nilpferd, jetzt kommst du erstmal rein. Du hast länger gewartet. Jetzt komm rein da. Das musst du mir jetzt erklären, mein Freund. Ach so. Ach so, du bist im Meer geschwommen oder im See und dann tat dir auf einmal wieder die rechte Wange wehgetan. Das ist aber unglaublich. So, erstmal werden die hier wieder geputzt. So, mit der Zahnbürste, mit der roten Zahnbürste. Die passt jetzt zwar nicht farblich zu dir, aber so, jetzt werden die wieder gereinigt. Ich sehe, das sind wieder dieselben Probleme, liebes Nilpferdchen. Du kannst doch nicht mit denselben Problemen wieder auftauchen. So, beim nächsten Mal lass dich einfach nicht mehr rein. Wenn es jetzt ein drittes Mal so wird, dann wirst du aber was hören. Die werden wieder gereinigt. Die auch. Und die auch. Komm schon. Und die sind gereinigt. Super. Ey, schon wieder derselbe Zahn. Was soll denn das? Hm? Es ist schon wieder derselbe Zahn, Freunde. Es ist schon wieder derselbe Zahn. Ich fasse es nicht. Erstmal Narkose. So, dann wird wieder aufgeschnitten. So, dann erstmal wieder gereinigt. Weg damit. Damit wieder gereinigt. So, weg damit. Ah, okay, ich hab's eben nicht ordentlich gemacht. Okay, das ist dann meine Schuld. Dann tut's mir leid, das ist dann meine Schuld. Oh, Claudio war anscheinend nicht so gut. Deswegen kam wieder die Infektion. Das tut mir leid, liebes Nilpferdchen. Das war doch meine Schuld. Weil eben hab ich es nicht ganz gut gereinigt. Dadurch sind Infektionen wieder in der Mundhöhle entstanden. Oh. Oh, weia, das war meine Schuld. Es tut mir leid, liebes Nilpferd. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was gibt's noch? Oh! So, ich möchte aber jetzt sehen, was der Affe hat. Och, hallo, du süßes Äffchen. Komm schon, liebes Äffchen, jetzt bist du dran. Ich sehe auch, das ist eine Dame. Hallo, liebe Dame, liebes Äffchen. Ich bin jetzt gespannt, was du hast. Schicke Handtasche hast du auf jeden Fall. Ja, mach dir keine Sorgen. René ist nicht hier, sonst müsste ich echt Sorgen machen um deine Handtasche. So, was hast du denn? Du hast Beschwerden in der Mundsäule. Au, weia, sieht das schmutzig aus. Also, erstmal kommt Holz weg, dann noch ein Knochen. Und dann noch eine Bananenschale. Was soll denn das? Warum ist denn eine Bananenschale in deinem Mund? Du sollst nur die Banane essen und nicht die Bananenschale. So, Zähne werden erstmal wieder gereinigt. Darin bin ich doch schon Experte. Ja, ja, liebes Äffchen. Du musst unbedingt darauf achten, dass du die Bananenschale nicht mit isst. Das ist sehr, sehr wichtig. So, hier wird es einmal gereinigt. Schön weggepustet. Schön weggespült wird das Ganze. Gar kein Problem. Und jetzt kommen wir zum Bohren. So, das wird jetzt alles weggebohrt oder was auch immer. Oder weggekratzt. Super. Freunde, Zahnarzt Claudio ist einfach der Beste. So, was muss ich jetzt machen? Ach, eine Zahnspange kriegt das Äffchen. Ach, das liebe Äffchen kriegt eine Zahnspange, Freunde. So, ach, das kriegt eine Zahnspange. Super. Dadurch werden deine Zähne gerade, Äffchen. Kein Problem, hat auch nicht wehgetan, oder? Empfiehlst du mich weiter? Super, du empfiehlst mich weiter. Das freut mich doch. Freunde, denn Claudio ist der beste Zahnarzt, den es hier gibt in Bielefeld. Das wissen alle Tiere. Schon wieder das Nilpferd. So, Freunde. Nö. Jetzt schließe ich den Laden. So, so, liebes Nilpferdchen. Du kannst nicht zum dritten Mal kommen und mit denselben Problemen hier antanzen. Nee, das geht nicht. So, Freunde. Ich würde sagen, ich schließe jetzt meinen Laden, denn ihr müsst jetzt alle raus. Ich kümmere mich jetzt um keine Gäste mehr. So, es reicht. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat,
dann schreibt es in die Kommentare. So, ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn Claudio neue Spiele testet. Tschüss!